liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier heute wieder auf der Pressekonferenz und bei mir ist unser Linksaußen Martin Murawski. Martin, nach 3 Auswärtsspielen in Folge bestreitet ihr übermorgen dann endlich mal wieder ein Heimspiel bei uns in der Arena. Der Gegner ist der TBV Lemgo. Wie schätzt du denn die Stärken des Gegners ein und ja, wie geht es denn der Mannschaft so aktuell? Also TBV Lemgo darf man auf keinen Fall unterschätzen. Wie ich finde, haben sie bisher eine sehr gute Runde gespielt. Aus einer sehr kompakten und starken Abwehr kommen sie dann gut ins Gegenstoßspiel, gerade über die beiden Außenspieler Honke und Zieker, und die dazu eben halt auch noch relativ treffsicher sind. Das letzte Spiel des TBV Lemgos ging unentschieden aus, gegen die Eulen. Besonders in Szene gesetzt hat sich der Keeper der Lemgoer, Johannessen. Wenn man als Spieler ja fast verzweifelt an einem Torhüter, wie schwer ist es denn dann eigentlich, das aus den Köpfen zu bekommen beim nächsten Wurf? Relativ schwierig. Also manchmal hilft es ja wirklich, wenn der Trainer einem so ein bisschen rausnimmt aus dem Spiel auch und dass man mal so 2 Minuten kurz durchatmen kann und vielleicht auch mental nochmal ganz kurz abschalten kann und dann mit neuer Kraft wieder rangeht. Aber es ist ja meistens dann so, wenn so ein Torwart auch ins Spiel ist und auch gut hält, dann ist es wirklich manchmal echt schwierig, auch für den Werfer dann seine Effektivität hochzuhalten. Aber auf ihn speziell habt ihr euch jetzt nicht besonders vorbereitet, oder? Nein, also wir haben uns ganz normal wie auf jeden Gegner vorbereitet mit Videostudium und haben hauptsächlich über die Abwehr von ihnen gesprochen, was wir dagegen spielen wollen. Und alles andere ist ja dann auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. Bei eurem letzten Spiel wart ihr auch immer wieder erfolgreich über die zweite Welle. Ist das auch ein Mittel, das ihr am Donnerstag auch zu Hause wieder anwenden möchtet? Auf jeden Fall, gerade zu Hause, ein schnelles Spiel, schnelles Umschalten aus unserer Abwehr heraus ist immer ein probates Mittel, um leichte Tore zu machen, und das wollen wir natürlich auch gegen den TBV wieder schaffen. Und am Donnerstag ist ja nicht nur ein ganz normales Heimspiel, sondern wir haben ja auch unseren diesjährigen Club Day. Das bedeutet, ganz viele Vereine aus der Metropolregion sammeln sich zusammen und kommen alle in die Halle. Das heißt nochmal extra Unterstützung. Wie wichtig ist es auch als Spieler, gerade jetzt vielleicht auch nach 3 Auswärtsspielen, wieder vor heimischem Publikum zu spielen und dann die Unterstützung der Mannschaft einzusaugen? Ja, wie du sagst, nach 3 Auswärtsspielen freut man sich jetzt umso mehr, wieder zu Hause zu spielen. Für uns ist es ganz wichtig, um auch wieder so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen und in unser Spiel zu integrieren. Und da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Ja, wir freuen uns auch auf euch am Donnerstag um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Sichert euch jetzt noch schnell eure Tickets unter www.hc-erlangen.de. Ja, und dann sehen wir uns am Feiertag. Tschüss!